Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Hier ist wieder euer Life-Coach Dennis Christian Bartke und heute sprechen wir über das Thema Nackt im Internet und es geht los nach dem Intro. Viel Spaß! Und zurück, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Intro. Das Thema heute, nackt im Internet. Wie komme ich auf dieses Thema? Ganz einfach. Ich mache ja regelmäßig Livestreams auch in Facebook mit meiner Freundin Bonnie Lang. Und ganz, ganz häufig fallen Kommentare wie: Bonnie darf nicht so viel Ausschnitt zeigen, weil es könnten ja auch minderjährige Zuschauer zusehen. Oder sie ist billig oder sie ist eine Schlampe, weil sie Ausschnitt trägt. Und da, wenn ich da so ein bisschen tiefer in die Materie reingehe, frage ich mich einfach, was ist verkehrt gelaufen mit den Menschen, mit den Leuten im 21. Jahrhundert? Es gibt Bereiche, FKK oder Sauna, oder auch im Fitnessstudio oder auch bei Sportvereinen, wenn man sich sportlich betätigt, dann schwitzt man und dann bekommt man dort auch das Angebot, sich zu duschen im Anschluss. Und das tut man nackt. Es ist nicht verwerflich, denn Männlein ist Männlein, Weiblein ist Weiblein. Der Körper ist das Werkzeug unserer Seele. Und mit ein bisschen Aufklärung, welche auch überhaupt gar nicht schlimm ist, wo wir auch nicht die Kinder irgendwie bis 13, 14 versuchen so zu erziehen, dass sie für die Geschlechtsteile Kosename erhalten, also wir uns nicht trauen, die richtigen Begriffe Penis und Vagina für die jeweiligen Körperteile als Bezeichnung zu nennen. Heißen diese Körperteile eben. Und wenn eure Kinder merken, okay, ihr habt ein Problem, diese Körperteile so zu benennen, wie sie halt heißen, dann denken sie, dass sie vielleicht irgendwie etwas falsch gemacht haben oder dass irgendetwas mit diesen Körperbereichen nicht stimmt. Und das ist fatal. Wenn so etwas im Unterbewusstsein gespeichert ist, lernt ihr eure Kinder oder ihr animiert eure Kinder dazu, sich für ihren Körper zu schämen. Und ihr schämt euch wahrscheinlich auch für euren Körper. Interessante Beispiele gerade, also aus dem World Wide Web. Katja Krasiewicz weiß genau, wie sie ihren Körper einsetzt, ist eine hübsche Frau und hat einfach nur, weil sie genau mit dieser Sache spielt, extrem viel Aufmerksamkeit, extrem viel Reichweite und extrem viele Leute, die entweder für sie sind oder halt gegen sie sind. Aber auch die Leute, die gegen sie sind, sind gut für ihr Marketing. Denn nur so kann es viral gehen, versteht ihr? Man braucht immer auch Leute, die dagegen sind. Denn wenn immer alle Leute nur dafür sind und immer nur für sprechen, dann ist es oftmals so, dass da keine Spannung aufgebaut wird und dann versinkt das auch irgendwann im Sand. Das ist so. Ein anderes interessantes Thema ist aktuell, ich weiß nicht, ob ihr euch damit auseinandersetzt, aber der Drachenlord hat wohl auch einen Account bei einer Pornoseite im Internet, wo er sich auch freizügig zeigt und ein Riesenskandal ist wieder daraus emporgebrochen. Und da frage ich mich einfach, warum? Verstehe ich nicht. Noch ein paar Impulse und ein paar Gedankenbegleiter für euch. Actionfilme, Filme, wo Menschen erschossen werden, Kriegsspiele, Kriegsfilme, Horrorfilme ab 18 oder ab 16, wie auch immer, sind völlig normal. Also ich bin davon überzeugt, dass die wenigsten Eltern wirklich darauf achten, was ihre Kinder da spielen. Oder? Ich kann nur von mir ausgehen, also von meiner Erziehung ausgehen. Und bei mir war es so, ich habe gespielt, was ich wollte. Und ich habe auch keine wirkliche Aufklärung von zu Hause erhalten, wie ich das mit Pornos oder mit meinem Körper handhaben soll. Aber das habe ich mir selbst beigebracht. Aber auch ich über das Selbstbeigebrachte hatte ganz, ganz lange ein riesengroßes Problem mit meinem Körper, weil ich mich immer für meinen Körper geschämt habe. Wir brauchen uns nicht für unseren Körper zu schämen. Das heißt nicht, dass du immer
dich selber perfekt finden musst. Du darfst immer irgendwie an gewissen Körperteilen sagen, ja, da habe ich noch zu viel Fett oder da würde ich gerne etwas anderes noch umgestalten ein wenig, mit ein bisschen Sport oder die Ernährung anpassen. Aber hasst euch doch nicht für euren Körper oder reduziert euch doch nicht auf ein Körperteil. Ihr bestimmt doch nicht, mit was für einer Gliedgröße ihr auf die Welt kommt oder auch die Frau bestimmt doch nicht, mit was für einer Brust sie auf die Welt kommt. Sollte man da wirklich nachhelfen? Das ist wieder jedem selbst überlassen. Aber ich bin der felsenfesten Meinung, dass gerade, ich spreche jetzt mal wieder für die Männer, wenn du jetzt mit einem großen Glied oder mit einem kleinen Glied bestückt bist, daran wird die Beziehung nicht scheitern oder das ist kein Kriterium, wo dann jemand sagt so, ach nee, deswegen klappt es halt nicht mit uns. So, da ist doch so viel mehr in einer Beziehung als ein Körperbereich oder eine Körperregion. Und man kann sich immer aushelfen. Und jetzt noch ein kleiner Insider aus meiner Vergangenheit. Ich habe sehr, sehr viel Frauenerfahrung machen dürfen in meinem Leben. Und je nachdem, was ich da für eine Frau hatte, mit der ich geschlafen habe, war manchmal, ich würde mal sagen, ich habe so einen Penis mit einer durchschnittlichen Größe. Und manchmal habe ich einfach gemerkt, so, oh, die Frau ist ziemlich eng. Also kann ich mir vorstellen, dass wenn jemand mit einem überdurchschnittlich großen Penis in sie eindringen würde, dann hätte sie ein richtig großes Problem und er auch, weil das ist nicht schön. Und ich bitte euch, das jetzt zu berücksichtigen oder wenn ihr euch jetzt gerade, wenn ihr gerade denkt, oh, wie kann er das sagen und ei, das ist doch nicht seriös. Wer legt denn fest, was seriös ist? Versteht ihr? Das müssen wir mit uns selbst verantworten. Aber die Message, die aus diesem Video ganz klar polarisiert hervorstechen soll, ist: Schämt euch nicht für euren Körper. Ob Weiblein, ob Männlein. Ihr dürft auch vor euren Kindern, auch wenn sie noch ganz klein sind, nackt vor euren Kindern rumlaufen. Ihr seht aus, wie ihr ausseht. Und wenn ihr euch selber schämt, dann transportiert ihr automatisch über diese Energie, weil die Kinder sind nicht blöd. Auch wenn sie nicht sprechen können, sie fühlen diesen energetischen Zusammenhang. Wenn ihr euch quasi schämt oder wenn ihr irgendwie eure Gliedmaßen versteckt oder was, weil ihr denkt so, nee, die Kinder dürfen mich nicht nackt sehen. Warum denn nicht? Was ist daran schlimm? Verdammt nochmal. Was ist daran schlimm, unseren Körper so zu zeigen, wie er nackt aussieht? Daran ist doch nichts verkehrt. Es ist so, wie es ist. Woher kommt das? Die einzige große Möglichkeit, die ich mir vorstellen kann, liegt im Kosmetikbereich, dass dort halt massiv Druck gemacht wird mit den, ja, für die Gesellschaft immer in der jeweiligen Zeit, mit den jeweiligen Vorzügen. Früher war es mal, gab es auch mal eine Zeit, wo es attraktiv war oder wo die perfekte Frau ein bisschen korpulenter war, weil das gezeigt hat, dass sie gut genährt ist. Heutzutage, in den meisten Fällen wünschen wir uns irgendwie so eine Kim Kardashian, große Oberweite, großer Arsch, sehr dünner Körper und lange Beine, dicke Lippen, so what? Also am Ende des Tages, klar, die Optik macht was aus, aber an die Optik gewöhnt man sich. Und das, was sich auch weiterentwickelt, ist der Charakter. Und wenn der auf der Strecke bleibt, wenn man sich nicht geistig weiterentwickelt, dann hat man ein Problem in der Beziehung. Denn eine Beziehung ist immer aktive Arbeit. Natürlich geht das auch, also zumindest in meiner Beziehung, auch für den Körper. Also ich möchte nicht, dass ich oder auch meine Freundin in einer Beziehung körperlich verwahrlosen, immer fetter werden, weil wir uns denken, Mensch, das ist jetzt safe. Nichts ist sicher im Leben. Es gibt keine Sicherheiten für gar nichts im Leben. Jeder Tag ist wieder eine neue Erfahrung, die wieder neue Sachen ans Licht bringt, beziehungsweise auch Möglichkeiten gibt, sich weiterzuentwickeln und dementsprechend auch sich mit seinem Partner weiterzuentwickeln. Denn wenn einer in einer Partnerschaft auf der Strecke bleibt, irgendwann distanziert man sich voneinander extrem weit und dann findet man auch nicht mehr zusammen. Mich würde mega interessieren, wie ihr über dieses Thema denkt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Däumchen da. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Und
So wie es aktuell aussieht, wird auch die Bonnie ein Video zu diesem Thema machen mit ihren Ansichten. Das werde ich dann gleich hier verlinken, das wird dann gleich aufploppen. Das könnt ihr euch auch gerne angucken. Ihr dürft sie auch gerne abonnieren. Ja, und ansonsten noch einen wundervollen Abend. Egal, wann ihr das Video sehen werdet, es wird aktuell bleiben. Denn bis sich wirklich eine Massenentwicklung in der Gesellschaft über so ein Thema, über so ein globales Thema, bis so etwas passiert, dauert es immer Jahre, bis diese Informationen wirklich zu jedem durchdringen und das dann sozusagen, genauso wie die Welt ist nicht flach, sie ist rund, genau wie das auch etliche Jahre gebraucht hat, um diese Informationen einfach in die Welt zu streuen, braucht man auch für diese Informationen einfach wieder die Zeit, die es braucht, bis es die Masse annimmt. Aber es wird dahin gehen, denn das ist letztendlich die einzige Wahrheit, die zu diesem Thema existieren kann. Denn wie grausam ist das denn, wenn wir uns selbst schämen für unseren Körper und dann denken, dass wir Kosmetik oder was auch immer benutzen müssen, um dementsprechend dann den Normalzustand zu erreichen, den Norm, der uns auch in der Werbung präsentiert wird. Natürlich möchten das diese ganzen Kosmetikfirmen, dass genau das ausgelöst wird, weil damit verdienen die ihre Kohle. Aber darum geht es nicht, meine Lieben. Darum geht es nicht. Alles klar. In dem Sinne, haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.